Ich will an der Stelle auf jeden Fall einmal fette Shouts raushauen an Boogie und Belash. Also wirklich Respekt und wirklich Hut ab und danke für die Arbeit, die ihr zwei leistet. Ich küsse euer Herz, ja. So, dass man eigentlich dann dem normalen Bürger auf der Straße gar nicht mehr so richtig böse sein kann, wenn er irgendwann so aufgibt in der Birne und einfach sich für eine Seite entscheidet, als wenn es ein Fußballclub ist. Diese Angst ist halt in Deutschland extrem groß, weil es halt auch schon sehr oft passiert ist. Ich muss es halt immer wieder sagen, dass ich finde das extrem schade, weil Hip-Hop ist für mich was anderes. Rap, Hip-Hop ist für mich was anderes. Weil dann, was ist denn dann noch möglich, Bro? Also bei den Spitzenpolitikern, die wir aktuell haben, also die jetzt auch die letzte Regierung aufgestellt haben, da gibt es nicht einen, wenn ich dem in die Augen gucke, wo ich irgendwie das Gefühl habe, der ist korrekt. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Und ey, genau, ich habe mir gerade Video reingezogen, Boogie Belash. Boogie Belash müssen wir einmal aus Prinzip auf jeden Fall reinschalten und ich will dazu auch was sagen. Und zwar will ich einmal hier an der Stelle, ich mach's noch groß, ich will an der Stelle auf jeden Fall einmal fette Shouts raushauen an Boogie und Belash und mich auch bedanken für die Arbeit, die die in letzter Zeit machen, die sehr, 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 sehr wichtig ist und glaube ich sehr vielen Leuten auch, gute Eindrücke gibt einfach so. Und ich will auch vor allen Dingen nochmal an Belash auch ein fettes Danke raushauen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ein Typ, ich fühle viel, aber ich kriege manche Dinge nicht so geil auf den Punkt manchmal so. Weißt du, wie ich meine? Manchmal bin ich zu emotional, manchmal kriege ich es nicht hin, die Sachen, die ich fühle und die ich denke, richtig auf den Punkt zu bringen. Und ich finde, Belash macht das richtig krass, Digga. Ich finde, Belash macht das richtig gut. Verständlich für jeden, nicht zu extrem, so dass es halt auch jeder noch greifen kann und verstehen kann einfach. Und da will ich einmal auf jeden Fall Shoutouts raushauen, auch am Boogie mit der Liebe, die er verbreitet und so. Ich fühle die Jungs einfach krass und ich finde den Job, den die gerade machen, extrem wichtig. Und ich finde es auch geil, dass es halt in Deutschland aus der Szene Leute gibt, die diesen Job machen. Und da einfach auch stark bleiben, so, weißt du, sich nicht unterkriegen lassen, sondern einfach durchziehen. Die hatten mit so vielen Strikes schon zu kämpfen, mit so vielen Shitstorms und mit Leuten haben versucht und dies, das und Instagram-Kanäle gesperrt und was weiß ich nicht alles. Also wirklich Respekt und wirklich Hut ab und danke für die Arbeit, die ihr zwei leistet. Ich küsse euer Herz, ja. Und deswegen wollte ich aus Prinzip jetzt einfach nochmal 10, 15 Minuten, müssen wir jetzt nicht komplett reinziehen, in das neue Interview von den beiden reinschalten. Interessantes Thema. Ich habe mir schon über die Hälfte, glaube ich, reingezogen. Lass einfach mal ein bisschen zusammen den Vibe noch ein bisschen catchen so. Und tut mir einen Gefallen, geht auf jeden Fall drauf. Lass mal ein bisschen Liebe da für die beiden Jungs. Weil, wie gesagt, die geben echt Mühe und die lassen sich nicht unterkriegen. Und die haben mit sehr viel Gegenwind auch zu kämpfen. Und ja. Da sollte man auch mal immer ein bisschen Liebe da lassen, Digga, aber das ist auch nicht einfach. So, wir gucken mal, ob das soundtechnisch... Also für wissenschaftliche Analysen, die... Jawohl, soundtechnisch läuft auch. Also alle mal rüber da, mal ein schönes Like da lassen, bisschen Liebe da lassen und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen den Talk hier an. Und zwar ist der Talk mit Viviane Fischer, die ist wohl in der Partei die Basis und auch im Corona-Ausschuss und ich glaube, die hatten... Der Kollege hieß Füll mich, glaube ich, den die auch interviewt hatten und der Podcast wurde irgendwie sofort gesperrt, runtergenommen etc. Keine Ahnung, wie lange der hier online bleiben wird oder nicht, aber ich will das Ding auf jeden Fall supporten, weil ich, wie gesagt, finde, dass die Jungs echt einen guten Job gerade machen. Machst, ja, da kannst du eben sagen, wenn zum Beispiel jemand Symptome hat und du nutzt dann so einen PCR-Test, dann hast du einen Hinweis, dass das vielleicht das sein könnte. Aber es ist überhaupt gar keine Garantie, weil es gibt eben auch andere Sachen, die das nachweisen. Theoretisch müsstest du ein ganzes Set von Prüfkrankheiten eben abprüfen, also Influenza, Rhinovirus, was weiß ich. Also die reden halt, wie gesagt, die reden halt über diesen Corona-Ausschuss und sind auch schon jetzt hier mitten im Thema drin und hatten auch vorhin über die verschiedenen Länder geredet, was da für Maßnahmen sind und mit den Kindern und dies und das. Also haben halt über das ganze Thema ein bisschen gequatscht und die Dame ist auch Hutmacherin an der Stelle, ja. Auch ein interessanter Talk, die ersten 10 Minuten geht es eigentlich nur um Hüte. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, fetzt euch das gerne nochmal rein. Müsstest du alles abprüfen und dann könntest du sagen, okay, wahrscheinlich hat der Corona. Das ist aber gar nicht so. Und jetzt machen sie es ja auch bei Leuten oder schon lange, die ja gar keine Symptome haben. Also es ist völliger Bullshit, die ganze Geschichte. Also ich denke mal, bei den ganzen
Statistiken, die nicht wirklich 100% akkurat sein können, aufgrund der False Positives und so weiter, was jetzt die Tests angeht. Es gibt so viele Probleme in Bezug auf diese ganze Thematik gerade, so dass man die Statistiken nicht zu 100% ernst nehmen kann. Das kann man einfach nicht. Nee. So, das ist so meine Meinung. Auf der anderen Seite gibt es halt auch renommierte Wissenschaftler, die sowas von unterschiedliche Meinungen da draußen vertreten, und dann haben wir den Salat. Ja, also so, dann sitzen die Leute dort und philosophieren sich einen weg, und viele Leute, die sich dort als Experten darstellen, sind sehr, sehr fragwürdig, meiner Meinung nach. Ja, total, aber weißt du, das Komische ist halt, also wir achten ja sehr drauf, dass wir da auch immer auf wirklich, was wir sagen, dass das auch mit irgendwelchen Studien unterlegt ist, ja. Und wir gucken ja auch viele Metastudien an, wo jemand ausgewertet hat, 100 Studien oder so weiter und sowas, ja. Zum Beispiel dieser John Ioannidis ist so ein super Epidemiologe da von der Harvard-Universität, und der hat ja sich zum Beispiel das genauer angeschaut, wie jetzt die Sterbezahlen oder das Sterbeverhältnis, wenn du es bekommst, ja, wie viele Leute sterben dann wirklich da dran oder sowas, und da kam man ja auch zu einer ganz geringen getürkt wurde. Das stimmt doch, ne, dass die auch bei Leuten die Diagnose Corona tot geschrieben haben, wenn die an Genickbruch oder halt an anderen Versagen gestorben sind. Ne? Ja, das hat ja das RKI selber gesagt, dass sie alle, die dann in einem bestimmten Zeitraum nach... Wenn ich Boogie sehe, habe ich immer positive Vibes, ja. ...nach einem positiven Test versterben, dass sie die einfach als in Zusammenhang mit Corona oder als Corona-Tote dann eben irgendwie gezählt haben. Und in Wahrheit, da hättest du auch von der Leiter fallen können und hast vielleicht mal einen positiven Corona-Test. Ja, Mann, Ribi, du hast auf jeden Fall recht, die passen voll geil zusammen, die beiden. Gar keine Kausalität, ja, das ist ja wichtig, du musst ja die Kausalität gucken. Und das ist ja auch vom Bevölkerungsschutz. Kannst du nicht einfach sagen, ich habe jetzt irgendwie einen Test und der stirbt dann an irgendwas anderem. Du musst doch immer gucken, was ist tatsächlich los. Aber bei den Wissenschaftlern, also wir machen ja eigentlich keinen Schritt, ohne dass wir uns nochmal rückversichern bei irgendeiner Studie und so weiter. Aber was ich eben schon voll krass fand, also wir haben dann auch ja ganz am Anfang, auch im Mai letzten Jahres war das sogar noch schon so, oder Juni, haben wir ja auch zum Beispiel dicke Klagen auch mit den Masken eingereicht und haben dann auch belegt, warum jetzt die Masken nichts bringen oder sonst was. Und dann zum Beispiel gab es einen Vorgang vor der Bayerischen, also in Bayern, ja, und dann war die Bayerische Staatskanzlei, also es ist ja das Ministerium dort, aufgefordert, Gegenstudien vorzulegen. Und die Akte, die war leer. Leer. Die haben nichts vorlegen können, was jetzt das widerlegt hätte, was wir vorgetragen hatten. Ich meine, das kann ja nicht sein. Also dann musst du doch echt sagen, pass mal auf, du hast... Aber die Viviane hat einen süßen Swag auf jeden Fall, ne? Ich küsse ihr Herz. Die Beweise, die Belege, oder du hast eben keine. Oder du hast was anderes, also kann man ja sich irgendwie ins Gespräch kommen, oder? Boogie strahlt was aus, einfach sympathisch. Ja, Digga, finde ich auch. Dann kann man ja sich irgendwie ins Gespräch kommen oder so und gucken, okay, hier habt ihr recht, aber wenn du gar nichts nachweisen kann. Und ich fand auch voll krass, ich habe mir dann angeschaut zu den Maskenstudien, auch ein Thema, da war eine Ausarbeitung vom Wissenschaftlichen Dienst vom Bundestag. Da haben die 8 Studien zitiert, warum die Masken irgendwas bringen. So, dann habe ich mir mal die Studien gezogen und habe geguckt, was steht da drin. Und da stand zum Beispiel in einer drin, also sie hätten geguckt, was diese nicht pharmakologischen Interventionen, also das meint dann Flughafen schließen, Hände waschen. Und die Dame ist Rechtsanwältin, ne? Nur, dass wir da mal auch der Vollständigkeit selber einfach. Nicht mehr Hände schütteln, Abstand halten, Masken, was das gebracht hätte. Und da haben sie gesagt, ja, das hätte einen positiven Effekt. Aber die haben es gar nicht aufgeteilt nach diesen einzelnen Dingern. Ich meine, da kann ich doch nicht sagen, die Maske bringt es, wenn es vielleicht das Händewaschen bringt, was ich gar nicht auseinanderdividiere. Und so sind Sachen, viele sind so unsauber, dass du halt einfach gar nicht sagen kannst, das legt die Gegenseite jetzt vor, ja, das legen die vor und das stimmt. Das sind immer Behauptungen. Das ist alles sehr schwammig schräg. Und da kann man jetzt... Und viele Behauptungen, ich will jetzt nicht sagen, ja, immer. Also klar. Aber dass es so schwammig ist, macht es den Leuten da draußen auch so schwer, ja, sich deine Meinung zu... Das finde ich gut, dass der B das sagt, so, weil das ist halt wirklich der Fall. So, ne? Es wird den Leuten halt extrem schwer gemacht, überhaupt sich da irgendwie so ein Bild zu verschaffen, Digga. So. What's going on here, man? So, weißt du? Und dann vertrauen sie dann doch lieber dem Experten, aber wo wir herausgefunden haben, nicht dem, sondern meinem Experten, ja, so der gerade passt. Und du hast Leute wie zum Beispiel Fauci und Drosten, die beide auch noch so voll die sketchy Vergangenheit haben. Der eine hat Scheiße erzählt über AIDS und wurde da voll disrespected in Amerika, also den hat keiner mehr ernst genommen. Der Drosten hat hier bei der Schweinegrippe voll verkackt und den hat hier keiner mehr ernst genommen. Und dann haben sie... Da hast du dann so diese beiden Experten, die da aber auch die sichtbarsten Gesichter sind, quasi der Regierungsmeinung so oder der Lobby-Meinung, wie auch immer man das sich jetzt irgendwie zurechtbiegen will.
Und dann hast du dann auf der anderen Seite auf einmal so einen Stefan Lanker. Der, weißt du, der erzählt dann zum Beispiel, das Masernvirus existiert nicht und geht dann vor den obersten Gerichtshof und gewinnt. Also so, das sind so solche Sachen, so, die, wenn man die versucht in einen Topf zu werfen, merkt man, die sind so polar, das liegt so weit voneinander weg, so dass man eigentlich dann dem normalen Bürger auf der Straße gar nicht mehr so richtig böse sein kann, wenn er irgendwann so aufgibt in der Birne und einfach sich für eine Seite entscheidet, als wenn es ein Fußballclub ist. So. Nee, das stimmt. Logen, Betrug zum Hassen erzogen. Ich finde, der Bela springt das manchmal so geil auf den Punkt, Dicker. Zum Beispiel auch gesagt, also hier Schweigepflichtserklärung, genau. Oder eben unter Druck gesetzt, wenn ihr jetzt irgendwas sagt oder sowas. Und die auch teilweise ein vorauseilender Gehorsam, weil das ist jetzt so Mainstream, ja, dass man das eigentlich darf nicht anders sein. Ja. Also es darf nicht sein, was nicht sein soll. Ja. Mhm. Und deshalb will ich jedenfalls nicht derjenige sein, der da seinen Finger in die Wunde legt. Und du hast vorhin ja gefragt gehabt, oder wie wir das sehen da mit dieser, warum dieses Rechtssystem da so pervertiert ist im Moment oder warum die alle nicht funktionieren, auch ja, die Juristen. Warum? Was heißt nochmal pervertiert? Also so, naja, wie... Bester Mann. Man sagt, ja, pervers. Also wirklich wie ich ja, dachte, pervers. Also weißt du, dass es so verdreht, ja, total okay, verdreht ist. Also dass du das eigentlich, wo du denkst, also zum Beispiel in dem Verwaltungsrecht ist es eigentlich so, da gibt es einen Amtsermittlungsgrundsatz. Du trägst Fakten vor und der Staat, das ist eigentlich so organisiert, dass du sagst, hey, der Bürger kann das eigentlich alles gar nicht so genau wissen. Der trägt die Fakten vor und dann sieht der Richter, oh, hier ist noch irgendwas zu ermitteln. Da muss er selbsttätig, muss er in Aktion treten und sagen, hier brauche ich nochmal diese Information, damit ich es richtig beurteilen kann oder so. Ja? Und das gilt ja auch weiterhin, das gilt auch in einem Eilverfahren. Und wenn jetzt ich vortrage, hey, die Impfung ist vielleicht schwierig, gibt es vielleicht Probleme oder das Maskentragen macht Probleme, dann muss eigentlich der Richter hergehen und ein Gutachten zum Beispiel in Auftrag geben, weil er es vielleicht selbst nicht beurteilen kann, aber er muss sich Fakten verschaffen. Und das müssten die eigentlich jetzt auch schon machen. Aber auch da ist eben so, das ist halt eine Besetzungscouch bei den Richtern, muss man ganz klar sagen, ja? Die sind abhängig für ihre Beförderung eben von den Landesjustizministern. Und du weißt, also wenn ich mich da jetzt irgendwie unliebsam mache, dann ist vielleicht ein bisschen, sieht es nicht so toll aus mit meiner Karriere. Oder sie glauben es vielleicht selbst. Oder sie haben eben selber auch Ängste, wenn sie sich damit jetzt näher auseinandersetzen, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so, haben auch das Gefühl, eigentlich für die Grundrechte schon ein bisschen komisch. Und eigentlich ist ja auch mein Eid und so weiter. Ich bin ja eigentlich auch dafür da, das Grundgesetz zu schützen. Will da lieber nicht so genau hingucken. Und da machen sie ganz, also wir haben jetzt teilweise auch so späte Termine, ja, also es ist verrückt. Normalerweise kriegst du innerhalb von relativ kurzer Zeit auch. Ich glaube, es zieht sich auch durch alle Bereiche so, dass viele Leute vielleicht irgendwie eine Skepsis am Start haben, vielleicht auch eine Denkweise am Start haben, aber sich nicht trauen, die zu äußern oder irgendwie, weil so halt auch Angst, gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden, an den Pranger gestellt zu werden und seine Karriere zu gefährden. So, weißt du, wie ich meine? Das ist echt so. Und ich glaube, vielen Menschen geht es gerade so, weißt du? Auch in der Arbeit zum Beispiel oder so. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die einfach sich nicht trauen, auch ihre eigene Meinung zu sagen, weil die sonst von den Mitarbeitern gemobbt werden oder runtergedrückt werden oder keine Ahnung, Digga. Ich habe schon von Stories gehört, die sind echt schade einfach so. Weißt du, wie ich meine? Schade einfach, dass man sich nicht normal darüber unterhalten kann und man nicht einfach eine Meinung haben darf oder sich wenigstens informieren kann oder wenigstens skeptisch sein darf, so weißt du? Infogericht, jetzt ist er so in einem Jahr oder so, weil die wollen sich die Finger nicht schmutzig machen. Die denken nach mir die Sintflut, guck's nicht genau an. Genau. Verwaltungsgerichte sind eh immer so ein bisschen mehr auf der Seite des Staates, denke, der macht's schon richtig und so. Aber das ist eben total verrückt, dass es dadurch sich alles so, keiner will's gewesen sein, weil natürlich der Stecker, den man jetzt ziehen wird, der würde, wenn man jetzt in die entsprechende andere Richtung urteilt, der wird ja immer größer. Wie gesagt, ich bin also gegenüber den Politikern, die da im Moment jetzt am Ruder sind, bin ich auch mega skeptisch. Also ich habe auch dann am Anfang dieser ganzen Krise, habe ich auch die Abgeordneten alle angeschrieben. Ja? Ich habe gesagt, hey, was geht hier ab und so. Und ich habe auf die Radbruchsche Formel hingewiesen. Also das ist bitte? Ja, Radbruchsche Formel, das ist was, dass man das auch nach dem, also in der Nazizeit, also danach an der Aufarbeitung, ja, dass da gesagt wurde, also wenn das Unrecht so groß ist, dass du das eigentlich hast erkennen müssen, was da abgeht, dann kannst du nicht sagen, dass ich bin unschuldig, weil ich habe es ja gar nicht wissen können oder so. Ja? Also dann durchbricht es sozusagen dieses, dass du vielleicht immun bist oder also als Abgeordneter, dass man dich eigentlich nicht angreifen kann für die Aktionen, die du machst, während du im Amt bist. Ja? So. Aber das durchbricht es, weil du hättest sehen müssen, das ist hier was riesig Großes. Ich habe nur darauf hingewiesen damals, ja, weil ich das eben als schwierig empfand, dass man einfach da nicht genau hinguckt und eben nicht diese Prüfung macht, diese Abwägung. Ja? Was mache ich für einen Schaden und was habe ich für einen Schaden zu
erwarten. Das auch ist dann krass, auch, was ich noch sagen wollte, was sie auch besprochen haben da bei dem, in dem Video, was in Australien abgeht und so. Halt auch generell, ne? Da hat der Boogie oder, ja, Boogie hat das, glaube ich, gesagt, dass Deutschland das schlimmste Land irgendwie angeblich ist, was die Maßnahmen angeht. Aber dann hat die Dame halt auch ausgepackt, was so in Italien, Frankreich und vor allen Dingen Australien, dass man da nicht mehr weiter als 2 Kilometer von zu Hause weg durfte und, oder immer noch, glaube ich, und mit Bubble, dass das Land dann in Bubbles aufgeteilt ist und diese eine Bubble darf nur noch mit der anderen Bubble zu tun haben und mit der dritten Bubble darf man erstmal nicht. Und es kann sein, dass deine Familienmitglieder in der Bubble sind und du in der bist und die dann erstmal nicht sehen kannst und so, dass das in so eine komischen Bubbles aufgeteilt wurde. Und das ist schon all over the world crazy, ja, das muss man schon ganz klar sagen. So. Es ist schon all over the world crazy. Es gibt nicht viele Länder und Gegenden, wo man noch frei in Anführungszeichen sich bewegen kann. So. Ich glaube, United States und Mexiko sind noch, ja, sind wenige Ausnahmen, wo man sich quasi frei bewegen kann, ohne irgendwas nachzuweisen. In Miami, in Florida, wo ich war, ist nicht mal Maskenpflicht. So, da musst du nur in Taxis, Ubers und am Flughafen eine Maske tragen. Alles andere wird dir selbst überlassen. Und ich weiß nicht, wie es in den anderen Staaten ist, in den anderen Bundesstaaten ist, aber da war es auf jeden Fall so. Und ja, man, hier in Mexiko musst du halt auch Maske überall tragen, wenn du irgendwo reingehst, fast. Also wirklich. Nur halt nicht im Gym und so. Und in Bars, Clubs auch nicht. Aber wenn du in normale Einkaufsläden reingehst, etc., bist du auch verpflichtet, eine Maske zu tragen. Aber du darfst dich trotzdem halt frei bewegen. Du darfst noch überall hingehen, du darfst noch alles machen, ohne irgendwas nachzuweisen. So, ne? Getestet, genesen, geimpft. Und dieses 2G, 3G-Ding, als ich das erste Mal gehört habe, Bruder, ich habe erst gedacht, das ist ein Scherz, Digga. So, weißt du, wie ich meine? Weil das gibt's halt hier nicht. Und das passiert halt alles, während ich nicht mehr in Deutschland war. Und das ist halt schon, ist wild halt, ne? Was soll ich dir sagen? Durchaus zu Problemen geben kann, dass sich das alles potenziert in dieser Enge und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, man würde ja jetzt sehen, wie schlimm die Gewalt in der Gesellschaft sein, habe ich ihm zurückgeschrieben. Das ist doch ein staatlich verordneter Lagerkoller, den die Leute da haben. Da kannst du mir doch nicht sagen, dass die Leute per se gewalttätig sind, sondern der Staat schafft der Staat eine Konstellation, die Leute kaum aushalten können, weil es eben einfach mega schwierig ist. Ja? Und jeder hat ja dann auch, hat vielleicht noch Angst, einen Job zu verlieren, hat irgendwie Stress eh. Also ja, du gehst ja eh schon auf dem Zahnfleisch. Und einer dann schreibt gerade, aber in Australien wehren sich die Menschen, in Deutschland schlafen die noch. Es ist halt, wie sie gerade auch mit gesagt hat, ich glaube halt Angst, es gibt ja dieses Wort German Angst, auch nicht umsonst, glaube ich. Ich habe das jetzt noch nicht richtig nachgelesen im Duden und weiß auch nicht genau, wie das definiert wird, aber ich bin auch davon überzeugt, dass das Angstgefühl in Deutschland schon extrem ist, so. Weißt du, wie ich meine? Diese Angst davor, was Falsches zu machen oder was zu sagen, was jetzt gerade nicht so, weißt du, vor seinem Job zu verlieren, Karrieren zu verlieren. Diese Angst ist halt in Deutschland extrem groß, weil es halt auch schon sehr oft passiert ist, dass Dinge in den Arsch gegangen sind, weil man seine Meinung gesagt hat oder weil man mal irgendwie aufgestanden ist. So. Es hat halt krasse Konsequenzen. Ne? Habe ich ja letztens auch erwähnt und das ist halt Fakt. In Amerika ist es halt nicht so, zum Beispiel. So. Da gibt es so viele Leute, die schon so viel erzählt haben, ob es jetzt gut ist oder nicht gut ist, aber da ist deine Karriere halt nicht gleich kaputt. So, du kriegst halt 2-3 Wochen den Shitstorm deines Lebens, aber danach geht's weiter. Aber in Deutschland kannst du halt wirklich du bist halt weg. So, du musst halt hart kämpfen, damit du irgendwie wieder ein bisschen zurückkommst, so wie ich oder wie auch ein Belasch so, oder ein Xavier oder so. Die sind halt raus, Digga. Weißt du, wie ich meine? So. Es geht schon noch. Man muss halt kämpfen. Ich glaube auch daran, dass man weitermachen kann und dass es dann auch irgendwann vielleicht wieder möglich ist, aber man ist schnell komplett weg vom Fenster so. Alle aufeinander, vielleicht noch mit Virusangst oder was auch immer. Und dann kommt da so eine blöde Bemerkung von dem Typen. Also ich meine, da muss ich doch hergehen, muss doch Hilfsangebote machen für die Leute. Ich muss also mich kümmern. Ich muss das so schnell wie möglich es geht
beenden, ja. Ja, das ist also was selten Dämlicheres habe ich in meinem Leben noch nie gehört, also ganz ehrlich. Also weil, wie du das schon richtig gesagt hast, also die Grundvoraussetzung für die Erhöhung der Problematik wurde dadurch gesetzt, ist ja wohl selbstverständlich. Also wenn die Leute da 24 Stunden aufeinander hocken mit ihren Existenzängsten und dann auch noch, da kriegst du auch erstmal so automatisch erstmal eine Macke und dann setzt du dich dann dorthin und konsumierst dann wahrscheinlich auch nochmal so Sachen, so die dich dann nochmal ängstlicher machen und so weiter. Du bist ja eigentlich so permanent mit deinem eigenen Tod und mit dem Tod der anderen und mit potenziellem Tod und nochmal Tod. Du bist ja die ganze Zeit konfrontiert und dann kommt es noch dazu, dass deine Atmung... Und dann auch noch das Wetter, weißt du, wie ich meine, Dicker? Die Vibes sind halt auch nicht gerade die besten in Germany, so muss man auch ganz ehrlich sagen, und das hat auch einen krassen Einfluss, so. Wird, dadurch, dass du halt auch voll viel draußen dazu gezwungen wirst, halt irgendwelche Masken zu tragen. Das ist eine Sache, die halt am meisten unterschätzt wird, nämlich die Atmung an und für sich, nämlich als Stresslöser und Lösung. Total. Also es ist mittlerweile bewiesen, da gibt es Leute, die können nackig auf dem Mount Everest rumlaufen, so wie Wim Hof und so weiter. Mhm. Oder ich. Ja, das sind halt so Leute, die haben halt die Atemtechnik perfektioniert. So Leute wie Hicks und Gracie aus dem brasilianischen Jiu-Jitsu, der ist eine Legende, das ist die Nummer eins, jeder kennt ihn im Kampfsport. Mhm. Die Grundessenz seines Erfolges, sagt er immer wieder, ist die Atmung. Sein Buch heißt Breathe. So, weißt du so? Ich habe auch jemanden kennengelernt in Tulum. Eine sie war das, die hat auch, die spezialisiert auf Atemtechniken und die macht halt Coachings für ganz krass bekannte und erfolgreiche Menschen, auch in Deutschland so. Und da geht es nur ums Atmen, Atemtechniken und das Atmen zu nutzen, um Stress zu bewältigen, um runterzukommen, um im Moment zu sein, etc. Ich merke es ja beim Yoga, Dicker. Das ist das Einzige, was ich jetzt mache, was mit Atemtechnik zu tun hat. So. Aber selbst das merke ich und spüre ich. Ich glaube schon, dass man mit Atmung halt krass viel machen kann. Safe. Und es gibt ja sogar Leute, die sich in die sich richtig in Zustände reinbringen mit Atmung, die man angeblich halt nur mit Psychedelics irgendwie erreichen kann. Weißt du, wie ich meine? Mit Atmen, Dicker. Stimmt. Skrrr. Atmen in den Man. Es gibt halt so Möglichkeiten, Stress abzubauen, Ängste loszuwerden und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ist ja immer eine Gleichung, gibt es auch die Möglichkeit, Stress zu produzieren und Ängste zu verschlimmern und sie zu amplifieren. Und das tust du, indem du die Atmung blockierst von Leuten. So. Digga, und das mache ich. Ich bin sowieso ein Typ, der das schon von Haus aus hat. Für mich ist Maske tragen auch wirklich krass schlimm, Digga. Ich habe das von Haus aus. Ich merke das manchmal bei mir auch am Bauch. Ich bin manchmal so angespannt, ich bin manchmal so tight. Ich atme gar nicht richtig, also ich lasse nicht richtig mal los. Weißt du, wie ich meine? Sondern ich habe die ganze Zeit so eine Tension, so eine Spannung, Bruder. Und ich merke, also ich habe erst hier das realisiert und auch mit Yoga, Moga etc. habe ich das realisiert, dass ich manchmal halt voll, auch wenn ich live gehe, vor allen Dingen, wenn ich live gehe und im Livestream bin und so, dann ist es extrem. So, also ich merke das bei mir selber. Ich habe so richtig, manchmal richtige Tension bei mir hier, richtigen Druck hier, so den ich so aufmachen muss. Ich müsste mich da auch eigentlich mehr mit beschäftigen, mit diesen Atemtechniken. Und in dem Augenblick, wenn du das tust, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass du einen ängstlichen Organismus hast, der eigentlich gar nicht mehr so richtig in der Lage ist, dazu rationale Entscheidungen zu treffen. Ribi sagt, richtig, Atmung ist sehr wichtig, vor allem bei der Meditation. Safe. Manche nehmen das auf die lustige Schiene, aber ich bin auch davon überzeugt, dass da was dran ist. Weil ich merke es halt bei mir selber, wenn ich mich einmal am Tag nur 3 Minuten hinsetze und einfach nur tief ein- und ausatme, jetzt gar nicht auf Meditationsvibes, sondern einfach nur mal richtig den Druck rauslassen und nicht so ein halbes Atmen, was man die ganze Zeit hat, wenn man im Hustle ist, so, sondern mal richtig den Druck rauslasse, dann bringt das krasse Veränderungen schon. Alleine das. Wichtig und gut werden für sich selbst. Total. Aber was ich mich jetzt frage, im Endeffekt ist, so, du sagst ja, du hast ein klassisches Korruptionsbeispiel eigentlich für mich quasi geschildert, in dem Augenblick, wo du dann so das Gerichtssystem und so weiter gerade geschildert hast, wo Leute dann halt einfach auf ihren eigenen Arsch gucken und auch mal dann nicht für das Grundgesetz da sind oder für die Allgemeinheit, für die Bevölkerung, für Justitia, was auch immer. So, und was ich mich jetzt einfach nur frage ist, wo ist der Unterschied zu früher? Es war doch dann eigentlich immer so. Jetzt ist es doch einfach nur noch rausgekommen. Ich glaube ja. So, ich glaube echt ja. Also keiner von uns, der mal von der Straße kam, hat jemals irgendwie Respekt vor dem Gesetz gehabt, weil man gesehen hat, wie das läuft. Bei uns wurde immer gesagt, der beste Anwalt ist der mit dem Richter kokst. Ah. Ja, das ist so. Das ist das, was uns beigebracht wurde. Und John Grisham in seinem Film hat gesagt, woran erkennst du, dass ein Anwalt lügt? Er bewegt seine Lippen. Ja. So, ja? So. Und dann haben wir die Korruption der Politiker mitbekommen und haben gemerkt, dass die bezahlt werden.
werden und dass die teilweise voll die Skandale hinter sich haben, die keiner sich von uns jemals leisten könnte, ohne da total rasiert zu werden. Und dementsprechend ist halt die Frage, wenn wir jetzt erkannt haben, dass wir es mit einem zutiefst korrupten System zu tun gehabt haben, und zwar schon lange, lange vor Corona. Und jetzt kommt Corona und öffnet vielleicht dem einen oder anderen das Auge. Wie kann man davon ausgehen, dass man innerhalb dieser Blase, und jetzt kommen wir auch zu dir, was deine politische Tätigkeit angeht, wie kann man davon ausgehen, dass man in diesem Haifischbecken schwimmen kann als Ehrenmann, ohne gefressen zu werden? Wie geht das? Ja, also ich glaube, dass du... Also ich glaube, dass Corona eigentlich für uns alle in irgendeiner Art auch eine Mega-Chance ist. Also weil ich glaube, jetzt ist genau wie du gesagt hast, das Zeug ist nach oben gespült worden, der ganze Scheiß. Ja? Also ich habe das ja selbst in der Form gar nicht erkannt. Also ich habe schon auch Dinge gesehen vorher, ja, und habe mich auch gewundert bei bestimmten Sachen. Deswegen wundere ich mich halt immer voll krass. Deswegen wundere ich mich halt immer voll krass, wie... auf einmal alle, vor allen Dingen Rapper, Dicker, ich muss es immer wieder sagen, so krass systemtreu geworden sind und gar nicht mehr hinterfragen so. Naja, eigentlich weiß ich, dass sie hinterfragen, aber die sagen halt nichts so. Und es gibt nur eine Handvoll Boogie Belasch aus der Szene, jetzt ich auch, gibt es echt nur eine Handvoll von Leuten, die einfach mal was sagen. Und die meisten setzen sich hin und sagen, ich äußere mich am besten gar nicht zu dem Thema, weil ich habe gesehen, was mit Leon passiert ist, ich habe gesehen, was mit den Leuten passiert ist, die sich nur annähernd irgendwie dazu geäußert haben. Ich meine, ich habe auch schon ein bisschen den Vogel geschossen, so mit der Art und Weise, und das sage ich selber von mir selber so. Ich habe zwar viele Sachen gesagt, die dann eingetroffen sind, aber nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen den Vogel auf jeden Fall abgeschossen. Ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber ich wundere mich, dass es halt wirklich kaum Kritik aus der Hip-Hop-Szene gibt so. Oder ein gewisses Hinterfragen, dass man das spürt einfach so, dass man das einfach nur spürt. So, es muss ja keiner, ich sag nicht, dass die jetzt alle aufstehen müssen und da irgendwie krass gegen ankämpfen oder irgendwas, sondern einfach nur eine gewisse Kritik dem gegenüber, was der Staat mit uns macht. Weil eigentlich waren die doch alle immer so, die haben 1000 Texten, Anti-Staat, Anti-Das, Anti-Polizei, Anti-Bla-Bla-Bla, immer einen auf Gangster machen und dies, das, bla, aber bei gewissen Themen einfach die Schnauze halten so. Und sich nicht daran trauen, ich muss es halt immer wieder sagen, dass ich finde das extrem schade, weil Hip-Hop ist für mich was anderes, Bro. Rap, Hip-Hop ist für mich was anderes, Digga. Ich habe das in dieser ganzen Dimension, auch in diesem ganzen Gesundheitssystem oder was da so abgeht und wer da wie sich irgendwelche Sachen hinzuschiebt. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass diese Pharmafirmen überhaupt gar keine Haftung... Und mich macht es halt aber trotzdem umso mehr stolz, auch Deutscher zu sein, wenn ich halt so eine Menschen sehe wie diese Viviane, wie ein Carsten Stahl, wie ein KenFM, wie ein Totenhöfer. So, ich merke jetzt, so, es gibt wie eine Nena zum Beispiel, es gibt so Deutsche, die einfach Balls haben so. Und das ist halt, erfüllt mich so, weil ich Bro, das braucht Deutschland, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt jetzt gerade eine Chance, wie sie gesagt hat, die Scheiße ist mal hochgekommen. Man hat mal gesehen, was alles gemacht wird. Und ich sage euch, in ein paar Jahren wird man sehen, was wie Fakt war und was wie nicht Fakt war. Und dann wird man halt auch sehen, wer damals sich versucht hat, wenigstens gerade zu machen, sich zu positionieren irgendwie oder kritisch zu sein einfach. Bro, es geht doch einfach nur darum, dass es zwei Seiten gibt. Weißt du, wie ich meine? Schwimm einfach, also ich will nicht, dass alle immer mit dem Strom mitschwimmen, weil das hat schon oft dafür gesorgt, dass Scheiße passiert ist am Ende so. Schon oft, gerade in unserer Geschichte so. Das muss nicht sein. Weißt du, wie ich meine? Es ist wichtig, dass Leute kritisch sind. Wenn keiner mehr kritisch ist und wenn alle nur mit dem Strom mitschwimmen, dann kann sehr, 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 sehr viel Scheiße passieren so. Nehmen für diese Impfstoffe, die sie daraus gehen, war mir nicht bekannt. Und ich finde, dass also jetzt sind so viele Dinge offenbar geworden und ich glaube, dass jetzt so ein Stück weit der Moment da ist, wo auch so viele Leute das sehen. Also manche sehen es noch nicht so, dass sie es aussprechen können und wollen, aber ganz viele spüren es in ihrem Herzen, dass das faul ist. Ja? Und ich glaube, dass da auch eine richtig große Chance drin ist. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt einfach nur, sagen wir mal, die Basis würde jetzt irgendwie eine Regierungsoption erhalten. Also ich glaube, dass die Leute, die da jetzt aktiv sind, also ich spreche speziell jetzt Rainer
weiß ich ja sowieso, und auch die Leute, die da jetzt reingegangen sind, die wir total nah kennen, also diese Wissenschaftler, die mit uns ja auch da zusammengearbeitet haben, die ganze Scheiße aufzuarbeiten, also Frau Professor Kämmerer, die uns da auch über den PCR-Test aufgeklärt hat, was der jetzt nachweisen kann, der Professor Martin Schwab, ein super Jurist, ja, der irgendwie sich da auch total reingebohrt hat. Aber nicht der Cousin von Klaus. Nein, hat damit Gott sei Dank nichts zu tun, ja. Und dann Ernst Wolf ist da drin, alles. Rezo hat ein interessantes Video zum Thema Korruption in der Politik gemacht, ja, Mann. Habe ich gestern sogar reingeskippt. Wollte ich mir eigentlich heute auch reinziehen im Stream, aber ich glaube, wir streamen auch schon ein bisschen, also wir streamen schon gut lang und so. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen werde heute, aber lass uns hier noch 5 Minuten gucken und dann schauen wir mal weiter. Wirklich super Leute, die sich jetzt da engagiert haben. Ja, Bagdi ist ja auch, hast du schon angesprochen, in der Basis, der Wolfgang Wodak und so weiter. Das sind wirklich jetzt ehrenwerte Leute, also bin ich auch total fest davon überzeugt. Grüße auch an Rainer. Ich habe meiner Nachbarin gesagt, ist Fritz Wepper, jetzt geht's mit mir essen. Na gut, jedenfalls die, also ich glaube. Warte mal, ich muss mal das obligatorische Zebertuch holen. Ich sitze hier schon in Badehose, Bro. Brutal heiß, Digga. Fakt ist, ohne kritische Menschen hätten wir keine Wissenschaft. Wissenschaft entsteht dadurch, dass jemand eine These aufstellt und andere Menschen dieser These kritisch gegenüberstehen. Ja, es ist auch so, Bro. Und es ist auch gar kein. Es ist doch gar nicht schlimm, Kritik zu äußern. Es ist auch nicht verwerflich, auch mal falsch zu liegen oder so, Bro. Wir sind doch alle nur Menschen, Digga, weißt du, wie ich meine? Aber wenn man sich gar nicht mehr miteinander unterhält und wenn man gar nicht mehr zulässt, dass irgendeine andere Meinung ist oder so, dann fickt es doch einfach nur die Gesellschaft und das ganze System irgendwie richtig von hinten, Digga. Weil dann, was ist denn dann noch möglich, Bro? Was ist denn dann noch möglich, Digga, weißt du, wie ich meine, so? Es ist doch, Bro, Mann, Alter. So, wir müssen nicht, das ist kein Fußballmatch, wie Belasch gesagt hat. Wir müssen nicht die Mannschaft oder die Mannschaft wählen, so. Wir können uns einen Experten reinziehen, der die Meinung hat, einen wissenschaftlichen Experten. Wir können uns auch einen Experten reinziehen, was heißt Meinung, der das so erforscht hat, der das so erforscht hat. Und dann können wir unseren eigenen Menschenverstand auch gerne noch mit einschalten und gucken, was wir dann denken, so. Und dann ist doch auch okay, so. Und das soll doch jeder machen dürfen, ohne Angst davor zu haben, dann irgendwo an den Pranger gestellt zu werden, Dicker. So. Dass da eben eine Chance ist, wenn da redliche Leute irgendwie, also jetzt mehr zu sagen haben, ja, also wenn ich will, also wir sind eigentlich total der Meinung, das System gehört absolut komplett reformiert und es ist auch so, dass es eigentlich schon viele super Ideen gibt, wo Leute schon ewig lang drüber nachgedacht haben, was kannst du im Energiebereich machen? Und für mich ist halt auch wichtig, Digga, und da das ist jetzt für viele Menschen vielleicht auch nicht wichtig, aber für mich ist auch die Energie, die ein Mensch ausstrahlt, extrem wichtig und vor allen Dingen, wenn es ins Thema Politik reingeht, so, wer das Land, in dem ich lebe, regiert und wer da irgendwie an der Macht ist und so. Und ich bin halt ein Vibes-Mensch und da können sich so viele Menschen lustig machen, wie die wollen. Aber zum Beispiel auch bei der Viviane, ich spüre da einfach Menschlichkeit und positive Energie, Bruder, die ich von einem Top-Spitzenpolitiker in Deutschland schon seit Bro, wann habe ich das letzte Mal positive Vibes von einem Politiker? Der letzte Politiker, der mir positive Vibes gegeben hat, und da war ich auch noch extrem jung und ich weiß auch nicht, was der alles, weil da sind jetzt auch viele Geschichten rausgekommen über die Grünen und so, aber war Joschka Fischer, Dicker. So irgendwie war der Bruder mir sympathisch, der hat irgendwie Vibes ausgestrahlt, der hat irgendwie was Positives an sich gehabt, Dicker. Diese Puppen, die da stehen und die einfach nur irgendwas, Bro, also bei den Spitzenpolitikern, die wir aktuell haben, also die jetzt auch die letzte Regierung aufgestellt haben, da gibt es nicht einen, wenn ich dem in die Augen gucke, wo ich irgendwie das Gefühl habe, der ist korrekt. So, das tut mir leid, Bro. Weißt du, es tut mir leid für die Jungs oder für die Kollegen. Vielleicht muss man auch in diesem politischen System, was wir haben, abgewichst sein und diese positiven Vibes aus den Augen und aus sich selbst rauskriegen, damit man da überhaupt vorankommt. Aber sowas fehlt mir. Menschlichkeit, Liebe, Dicker, Vibes, Bro. So, dass es mal auch ein Politiker mal rüberbringt, so. Bei einer Rede, dass man mal was spürt, so. Dass da mal eine Energie drin ist, dass da mal irgendwas ist einfach, Dicker. Ich fühle da nichts mehr, Bro. Da ist nichts. Ich fühle da nichts. Warum soll ich den dann wählen? Weißt du, ich meine so. Tolle alternative Sachen. Oder es gibt auch so einfache Sachen, wie was mir neulich einer erzählt hat. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie so eine Wasserreinigung machst, ja, dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, ganz simpel, du lässt es dann über einen Strohballen, wenn du jetzt auf dem Land bist, baust du in so eine Reinigungsanlage noch einen Strohballen mit auf, dann rein. Dann kommt auf der anderen Seite das Wasser raus, was du gut trinken kannst und ist auch noch, riecht auch noch gut und schmeckt auch noch gut. Also es ist
das, also es gibt viele Sachen, also es ist jetzt etwas verkürzt gesagt, der technische Prozess ist ein bisschen anderer, aber ich denke, es gibt so viele Sachen, wo Menschen schon so lange drüber nachdenken oder auch ein Gesundheitssystem, was du so machen könntest, dass du wirklich sagst, was Wolfgang ja auch öfter erzählt, Wolfgang Wudak, dass die Leute Budgets kriegen und in ihren Gemeinden selber gucken, wie sie es machen können, dass es viel stärker regionalisiert ist. Wir müssen das wieder, die ganzen Sachen wieder an die Leute... So finde ich geil, dass man mal die Menschen wieder ein bisschen mehr zusammenbringt, Bruder, dass man wieder ein bisschen mehr geile Energie entstehen kann, so. Zurückgeben, ja. Und dann glaube ich auch, dass die Community sich total reaktivieren kann und das auch umsetzen kann. Und ich glaube nur, dass wir, was wir machen müssen, damit es nicht wieder so schief laufen kann, das ist, wir müssen einfach noch irgendwie diese Strukturen, die müssen so umgebaut werden, dass sie nicht mehr pervertiert werden und verdreht werden können zum Vorteil von einem. Du musst zum Beispiel, ich denke, diese ganze Lobbygeschichte muss aufgearbeitet werden. Es dürfen keine Gespräche mehr stattfinden oder ohne, dass die live gestreamt werden, zum Beispiel mit irgendwelchen Pharmavertretern oder so. Das kann überhaupt nicht sein. Also so Sachen, und das dürfen die Gesetze nicht mehr von den Anwaltsfirmen ausgearbeitet werden, die dann Interessenvertreter sind von Banken und so ein Scheiß. Also das darf nicht sein, das muss dann im Ministerium und da darf nicht... Das hat der Rezo auch in seinem Video aufgearbeitet, wie teilweise Firmen, Pharmakonzerne, Lobbyisten Gesetzestexte mitverfassen, Bruder. Ich küsse dein Herz, Digga. Direkt neben dem Typen im Ministerium, der aus der Kanzlei sitzen, der ausgeleihen ist. So Sachen, das musst du alles untersagen. Und ich glaube, wenn du diese Verbindung kappst, ja, zu diesen korrupten Strukturen, dann hat das eine Chance. Ich glaube, die Chance ist aber auch genau nur jetzt. Also ich glaube, mal war die wahrscheinlich... Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Talk, eine sehr sympathische Dame auch, muss ich sagen, an der Stelle. Hab die vorher noch nie gesehen, noch nie auf dem Schirm gehabt, noch nie informiert. Partei, die Basis habe ich auch nicht so krass auf dem Schirm gehabt. Oh shit, it's getting dark here, man.